SketchUs Pro ist eine geniale App für Skizzen, Zeichnungen oder Illustrationen aller Art. Die Benutzeroberfläche ist recht einfach aufgebaut. Du kannst deine Zeichnungen in solchen Notizbüchern sammeln. Du kannst für verschiedene Themen verschiedene Bücher anlegen. Mit einem Wisch klappt es auf und du kannst eine bestehende Zeichnung überarbeiten oder eine neue anlegen. Darunter hast du die üblichen Symbole fürs Teilen, Importieren, aber auch Löschen. Über das Fragezeichen-Symbol kannst du dir verschiedene Tipps einblenden lassen. Eine umfangreichere Hilfe findest du da beim Zahnrad-Symbol. Hier hast du zunächst einmal die verschiedenen Einstellungen, die die App betreffen. Falls du einen Stift verwendest, wie ich in diesem Fall, kannst du die Einstellungen für den Stift anpassen. Und hier hast du diese Online-Hilfe, die recht übersichtlich aufgebaut ist. Zwar in Englisch, aber dank den Illustrationen sehr hilfreich. Sehr praktisch auch die Übersicht über die Werkzeuge. Hier siehst du, wie diese verschiedenen Stiftgrößen und Arten dann sich auswirken beim Zeichnen. Ja, und jetzt legen wir also los. Ich mache eine neue Zeichnung, indem ich auf dieses leere Blatt mit dem Plus tippe und schon bin ich bereit. Du siehst auf der linken Seite die verschiedenen Werkzeuge. Ich denke, die sind selbsterklärend. Wenn du ein Werkzeug auswählst, so hast du immer gleich auch noch die Einstellungen oder die Optionen für dieses Werkzeug, die Größe, die Form und hier noch die Optionen. Du kannst die Durchsichtigkeit anpassen und hier die Größe. In diesem Fall wähle ich jetzt Schwarz als Farbe und ich beginne gleich zu zeichnen. Siehst du, es sollte so eine Glühbirne werden oder so. Das ist jetzt mal die Skizze. Wir kommen schon zur ersten genialen Funktion, die lange nicht alle Zeichen-Apps haben, nämlich die Ebenen. Ich brauche jetzt diese Ebene, die ich hier verwendet habe, nur als Vorlage für die Reinzeichnung. Entsprechend mache ich sie etwas weniger sichtbar, indem ich die Deckkraft noch zurückschraube. Du siehst, es wird so verblasst. Du kannst auch jederzeit eine Ebene ein- oder ausblenden. Und ich mache jetzt eine neue Ebene darüber. Du siehst immer am Balken, welche Ebene ausgewählt ist, also in welcher Ebene du effektiv arbeitest. Die Reihenfolge dieser Ebene kann man auch mit lange Drücken noch verändern. In diesem Fall wähle ich nun diesen Pinsel für die Reinzeichnung. Auch hier wieder habe ich verschiedene Optionen und fahre das mal nach. Die Stiftdicke, die kann variiert werden. Wenn du mit dem Finger zeichnest, hat die Geschwindigkeit der Bewegung einen Einfluss. Mit deinem Stift, mit deinem entsprechenden, kannst du auch über den Druck die Stiftgröße oder die Strichdicke variieren. Ich mache erneut eine Ebene darüber. Diese brauche ich nun fürs Einfärben. Hier wechsle ich auch den Modus. Beim Multiplizieren-Modus wird einfach die Farbe der darunter liegenden Ebene überlagert. Es wird um die entsprechend gemalte Farbe einfach verdunkelt. Das Umgekehrte wäre der Negativ-Multiplizieren-Modus. Da wird es um die entsprechende Farbe aufgehellt. Du siehst den Effekt gleich, wenn ich jetzt mit dem Aquarellpinsel darüber male. Hier wähle ich nun so ein Hellblau. Die Liste klappt auf, wenn du auf die Farbe klickst. Wenn du erneut auf die Farbe gehst oder lange drauf klickst, so kannst du sie noch viel feiner einstellen.
und zu dieser Liste hinzufügen. Und der Aquarellpinsel, der ist recht hübsch gemacht. Auch da hat man verschiedene Möglichkeiten. Wenn du erneut darüber gehst, kannst du das ein bisschen verdunkeln noch. Und um dir jetzt zu demonstrieren, was dieses Multiplizieren bewirkt, gehe ich nochmals zurück. Das wäre jetzt also negativ multiplizieren. Da wird es wie die darunterliegende Farbe um die entsprechende Farbe aufgehellt. Und in diesem Fall liegt es einfach wie in einer Schicht darüber. Wird es so ein bisschen milchig. Also das Multiplizieren ist sehr gut, um etwas nachträglich zu kolorieren. Zu oberst nun noch mit einem großen Filzstift und weißer Farbe mache ich da so einen Glanz mit einer Spreizbewegung kann ich hier noch näher rangehen und diesen Glanz, der ist mir jetzt vielleicht ein bisschen zu groß geraten, könnte ich natürlich mit dem Gummi wieder verkleinern, aber auch mit dem Ausschneidesymbol mal umfahren und hier kann ich nun mit einer Spreizbewegung das noch drehen in allen Dimensionen und vergrößern oder verkleinern, mit zwei Fingern ziehen, legt eine exakte Kopie an und so habe ich jetzt zum Beispiel einen Doppelglanz. Du siehst, es ist sehr intuitiv. Viele weitere Tricks findest du in der Hilfe. Die unterste Ebene mit der Skizze, die blenden wir jetzt aus, beziehungsweise natürlich könnten wir sie auch gleich löschen. Und dieses Bild nun, das teilen wir über das Teilen-Symbol hier oben. Du siehst, du hast ganz verschiedene Möglichkeiten, dieses Bild in weiteren Apps zu öffnen, zu kopieren und irgendwo einzusetzen, in einen Cloud-Dienst abzulegen. Interessant ist auch Transparent Background. Da kannst du zum Beispiel das dann so durchschimmernd abspeichern. Zum Beispiel, wenn du es auf einem farbigen oder strukturierten Hintergrund verwenden möchtest, dass also nicht so eine weiße Kante rundherum ist. In diesem Fall aber wähle ich einfach Bild im Album speichern und bereits ist es in meinen Bildern und kann hier weiterverwendet werden. Du siehst, diese App ist sehr einfach in der Bedienung, trotzdem braucht es natürlich viel Übung, bis du wirklich effizient und gezielt damit arbeitest. Und das empfehle ich dir auf jeden Fall. Mir jedenfalls macht es sehr Spaß, damit zu zeichnen.